Glück auf und Vorhang auf zu den Chroniken einer Stadt und neuen Abenteuern vom Berg des Fu Man Hun. Und der ist am Arbeiten und wir sind am Gucken. Guckst du? Ich habe nämlich einen kleinen Livestream gehabt, vielleicht habt ihr das mitgekriegt. Und da haben wir schon mal ein bisschen weitergemacht oben am Dach. Das sieht jetzt so aus, grob. Aber uns fehlen noch Materialien, auf jeden Fall. Und ich kann euch sagen, ich bin fast draufgegangen im Nether. Das war echt knapp. Und zwar wegen Hunger. Ich habe zu wenig Steaks mitgehabt. Die habe ich jetzt nachproduziert. Und ja, schaut mal, so sieht das jetzt aus von unten. Krass, oder? das ergibt aber erst einen Sinn, wenn wir das obere Teil noch drauf bauen. Aber da werden wir gleich zu kommen. Denn bald hat Fu Man Hun, wie ich gerade hörte, die Anti-Zeitbombe fertiggestellt. Und wir können dann zurück nach Hunsgrab. Und ja, die Anti-Zeitbombe benutzen. Vielleicht schon morgen. Ich weiß es nicht genau. Man kann es nicht genau sagen. Aber was wollen wir machen? Wir wollen auf jeden Fall hier aus der Kohle Kohle machen. Aus der Kohle. Moment. Aus der Kohle. Das ist meine neue Spitzhacke. Die ist sehr gut, aber auch sehr krass. Moment. Ich glaube, ich habe die ganzen Spitzhacken in der Endertruhe. Die sind oben. Alles klar. Machen wir es halt so, Freunde. Bei mir kann jeder machen, was er will, auch ich. Hier geht es ja hoch in die erste Etage. Wir hatten gesagt, wir machen hier die für Objektbeschwörung hin, die Räume. Hier links kommen die für Alchemie hin. Und in die obere Etage möchte ich gerne magische Pflanzen, wo sie zu finden sind, hinmachen, sozusagen. Ja, okay. Also in die Etage, die da drüber kommt, die noch nicht existiert, die später einmal gebaut wird. Später. Viel später. Jetzt habe ich hier so viele Äxte. Glück 3. Haltbarkeit, Behutsamkeit, Glück 3. Das ist die richtige. Die brauchen wir, um möglichst viel, ja, um möglichst viel, ihr wisst schon, rauszukriegen. Ich nehme mal ganz kurz hier den Teppich weg. Hui. Dann können wir nämlich hier uns hier drauf stellen und uns hochbauen. Ja, würde ich sagen. Dann seht ihr das Ganze auch mal von oben. Ist ja auch eine feine Sache. Ich hoffe, es fällt nicht allzu viel Kohle daneben. Ich habe die richtige Spitzhacke dabei, das ist ganz wichtig. Ich kann mich noch an eine Aktion erinnern. Einmal von mir und einmal vom Shadow, wo man hoch, wo wir hochgegangen sind, oder beziehungsweise weil er hochgegangen ist und dann die falsche Spitzhacke mit hatte oder überhaupt keine mit hatte. 64 ist ganz schön hoch und schaut mal, wie groß das Ganze hier schon geworden ist. Ich hoffe, wir kommen jetzt nicht zur maximalen Bauhöhe, weil der Berg ja schon ziemlich hoch ist, ne? Der Berg ist schon ziemlich hoch. Aber wir sind gerade mal auf, ja, wir kommen vielleicht gerade so auf 200 Schritt, nicht mal. Nicht ganz auf 200 Schritt. Schau mal, so sieht die Welt von oben aus. Das Haus von Fu Man Hun, der kleine Weg. Ich gehe mal lieber in die Knie. Und hier unsere Akademie. Ja, sehr cool. So hoch wird sie natürlich nicht, oder? Oh, die wird schon ziemlich hoch, aber nicht so hoch. Ist ja keine Akademie, ist ja ein Manatorium. Oh wei. Beinahe hätte ich schon wieder gesagt. Ich habe schon wieder gesagt, aber es ist ein Manatorium und keine Akademie. Jetzt bauen wir uns mal runter und gucken, wie viele Stacks wir aus 64 Kohle rauskriegen. Bin echt mal gespannt. Die Kohle haben wir ja bei der Höhlentour abgebaut. Beziehungsweise, nee, die habe ich gefarmt draußen, ne? Da hinten. Da hinten ist irgendwo so ein Abbaugebiet von mir. Da habe ich auch die ganzen, diesen ganzen Diorit, Andesit und Granit hergeholt. Ja, und gestern war ich nochmal im Nether, wie ich schon gesagt habe, ordentlich Netherstein von der Festung abgebaut. Mich dann aber so ein bisschen auf der Festung verfranst. Und naja, ihr könnt euch ja vorstellen, dann hatte ich nicht genug zu essen dabei und dann haben sie mir ganz schön die Hölle heiß gemacht, die Jungs. Zack. So, schnell den Platz wieder fertig. Naja, zwei Stacks haben wir rausgekriegt. Es ist nicht so doll, ne? Es ist nicht so, falsche Tür. Man verirrt sich hier total schnell, das ist krass, weil hier alles gleich aussieht. Hier hinten müssen wir hin. Hier hängen nämlich die Schilder. Ich glaube, wir müssen da echt nochmal irgendwie andere Schilder hinmachen. Da machen wir es einfach so und so. Da packen wir jetzt schon mal einen Netherstein rein. Hier normalen Netherrack. Wir haben auch diesen hier noch. Aber da packen wir schon mal den normalen rein. Boah, und was hier noch an Stufen rumliegt gerade, ne? Die müssen wir auch noch mal verarbeiten. So, hier machen wir jetzt auch nochmal einen Netherstein raus. Und aus den Dingern machen wir uns Fackeln, würde ich mal sagen. Habe ich noch Arbeitsholz da? Das ist Glas. Glas brauchen wir auch, unbedingt. Holz, Holz ist hier. Da, 27, okay. Zack. Nicht zu viele Stickies machen. Jetzt haben wir nämlich 43 Fackeln. Okay, da können wir ein bisschen was mit ausleuchten.
Dann haben wir hier ja auch nochmal 64 davon. Alles klar. Können wir nämlich schon mal die Decke reinziehen. Da war ich nämlich auch gerade bei. Wir können auch gleich mal Fenster reinmachen, wenn wir schon mal dabei sind. 26, das reicht nie im Leben. Reicht nie im Leben. Warte mal. Orange Farbe. Haben wir draußen noch Oranje? Oh, was ist denn hier los? Wird ja dunkel. Warum das denn? Nach 5 Minuten schon? Hm. Mitten am Tag wieder gestartet, ne, der Opa. So, jetzt machen wir oranges Glas. Ja, man kann auch arbeiten, wenn man auf der Werkbank steht. So. So. Zack. Okay, schön wieder zurückpacken. Falsche Kiste. Ich muss das unbedingt mal umsortieren hier, sonst haben wir das in 3 Jahren noch. Gute Nacht. Ich dachte, jetzt sagt er, ich bin zu weit weg vom Bett. Macht aber nicht. Hm. Wir sind ganz alleine auf dem Server. Auf Server der wunderbaren Welt. Und ich muss mal gucken, haben wir hier noch andere Farbstoffe eigentlich? Haben wir noch Magenta-Farbstoff da? Hier könnten wir auch noch Oranje rausmachen. Also Orange. Magenta-Farbstoff haben wir, glaube ich, gar nicht mehr. Oder war noch Eisen? Naja, so viel ist in den Kisten gar nicht mehr drin. Die können wir auch schnell mal umbauen. Was ist denn da los? Oh, was? Überfall! Auf das Manatorium! Hier, nimm das. Daneben geschossen. Ochsenbrösel. Gibt's doch gar nicht. Überfall auf das Manatorium. Ha. Huh. Ja, Freunde, und dann geht's zurück nach Hunsgrab. Wir müssen dann unbedingt sofort, wenn wir in Hunsgrab sind, Moment, dann können wir hier schon mal Scheiben einsetzen. Ist ja nicht irgendwo auch eine Werkbank. Ich glaube hier, ne? So, machen wir erstmal hier die Hälfte, würde ich sagen. Ja, okay. Machen wir erstmal hier überall Fenster von, weil überall müssen Fenster rein, überall müssen Fackeln vor allen Dingen auch hin. Das ist nur so viel Arbeit hier. Da müssen wir dann bald erstmal wieder zurück nach Hunsgrab und dann mal weitermachen. Es geht ja so nicht weiter, ne? So, hier überall Fenster reinknüppelt, auch innen natürlich. Sieht ja dann gleich ganz anders aus, wenn Fenster drin sind. Ja, die nächste Phase würde dann ja wieder Magenta sein. Sprich, das nächste, die nächste Etage. Und die wird dann ganz speziell. Das werdet ihr gleich sehen. Wenn wir oben dann weiterarbeiten. Da kommen richtig Bäume und alles rein und magische Pflanzen wie Pilze und Chorusfrüchte und was sonst noch so an magische Pflanzen gibt. Eigentlich würde ich ganz gerne sogar hier weitermachen, aber ich merke natürlich, dass euch nach Hunsgrab sehen und mir natürlich auch. Else, die wird wahrscheinlich schon durchdrehen, die hat mich auch schon ewig nicht mehr gesehen. Und hier fehlen auch noch Wände, also es ist noch so viel zu tun hier, dass wir das nicht mit einem Rutsch machen können. Also wieder ein Großprojekt im Endeffekt. Ah, hier sind überall Fenster drin, ist schon ganz schick, schick. Hier kommen auch Fenster rein. Wieder ein Großprojekt, das Manatorium des Fu Man Hun. Eieieiei, naja gut, was will man machen? Kommen wir hier eigentlich so durch? Ja, sehr schön. Sehr, sehr schön. Ich lasse jetzt das hier mit den orangen Fenstern, damit die ganze Butze nicht zu bunt wird. Dann sieht es ja aus wie bei, ihr wisst schon, ne? Wie beim Pinguin, beim Papagei. Ach ja, Papageien. Da war ja was. Da war ja was. Wäre witzig gewesen, wenn ich Glück und Behutsamkeit auf der Schaufel gehabt hätte. Wäre nicht witzig gewesen, meine ich natürlich damit. Weil dann hätte man zwar Glück gehabt, aber man hätte nichts abgebaut. Das wäre auch ganz, 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 ganz toll wäre das gewesen. Okay, Fenster einsetzen noch ein paar. Dann machen wir oben noch die Decke. Das sind jetzt alles nicht so spektakuläre Aufgaben. Aber na, sind Aufgaben, die gemacht werden müssen. Es ist nun mal so bei Minecraft. Es muss alles gemacht werden. Und wer macht es außer wir, ne? Also wir müssen da schon unser Teil zu beitragen. Eigentlich müssen wir den ganzen Teil tragen. Sonst haben wir nämlich Pech gehabt. Ich wollte hier erst keine Fenster reinmachen, aber wir werden einfach die Räume so gestalten, dass nichts direkt an der Wand steht, beziehungsweise dann zwischen den Fenstern. Da ist genug Platz. Das Manatorium, Entschuldigung, kleiner Husten, schneide ich natürlich hinterher raus. Ganz klar. Hier kommt ja dann, können wir noch so machen, das sieht immer ganz schick aus. Da kommt ja ein Ausgang hin. Zum Balkon. Das ist diese Großprojekte ewig, ne? Ja, aber mit kleinen Häusern, irgendwann baut man halt lieber etwas größer und merkt dann auch, okay, da kann man ganz andere Sachen realisieren. Wieder eine Scheibe verschwendet. Aber wie schon gesagt, wir haben noch genug Orangen da. Orangen Farbstoff haben wir noch genug da.
Jetzt haben wir noch 4, das ist schlecht. So, machen wir hier noch eine rein. So, okay. Jetzt aber hoch. Hier geht es ja über die Brücke. Hier kommt dann irgendwie der Speisesaal hin oder so. Hier müssen wir noch irgendwo noch einen Aufgang machen. Und ihr seht schon, ich habe hier nochmal so einen Streifen eingezogen. Und auf diesen Streifen jetzt im Grunde kommt dann... da kommt dann im Grunde... Zack, das mal weg. Die Decke drauf, die aus Akazienholzbrettern besteht. Also, dass die ganze Decke dann gleichmäßig ist. Und dann kann man, glaube ich, schon erkennen, was ich da vorhabe. Ich glaube, man kann es dann schon erkennen. Okay, auf geht's, Buren. Ich habe, glaube ich, kein Bett mitgenommen. Ich bin total schlau. Wir machen mal hier den und den, denn wir brauchen jetzt vorrangig Akazienholzbretter. Wie viel ist noch gar, ist so gar nicht abzuschätzen. Unsere Spitzhacke ist bald hinüber. Eigentlich, ich mache jetzt hier mal ein bisschen was davon und dann verzaubern wir noch was. Denn ich brauche eigentlich ein neues Schwert, oder? Ich weiß nicht, eine Axt hat ja der Fastgard für mich bereit liegen. Eine super Axt sozusagen. Da brauchen wir keine neue. Aber ein Schwert bräuchte man wieder ein vernünftiges. Das wäre wirklich ganz angebracht. Ich meine, das ist auch interessanter für euch, als wenn ihr mir hier zuguckt, wie ich, ihr wisst schon. Ein vernünftiges, scharfes, außergewöhnlich gutes Schwert. Das wär's mal. Weil wir haben nur noch dieses alle Eisenschwert. Aber Moment, ich muss doch meine Waffen und so muss ich doch abgeben, oder? Ah, nee. Nee, ich hatte ja mein Schwert verloren im End. Das war's ja. Ach ja. Verdammt. Im End verloren. Naja. Aber der Drache wird schon noch sehen, was er davon hat. Erstmal berauben wir ihn jetzt der Fähigkeit, ja, im Grunde immer stärker zu werden. Und dann, wenn er dann ganz normal wieder ist, so wie wir ihn kennen, oder vielleicht ein bisschen stärker als früher, dann werden wir ihn aber in den Hintern aufreißen. Es ist dann nur die Frage, wie lange können wir abwarten? Wie lange können wir abwarten, bis wir ins End stürmen und den Drachen erneut schlagen? Weil ich weiß nicht, ob der Fummenhund es hinkriegt, dass die Zeit tatsächlich rückwärts läuft. Ich glaube eher nicht. Ich glaube, er wird es nur schaffen, dass die Zeit stoppt. Das wäre aber auch schon viel wert. Das wäre schon viel wert. Dann kann er wesentlich noch stärker werden, weil dieser Drache ist schon sehr, sehr stark geworden. Und ihn dann zu besiegen mit allen Kräften des 3M-Landes wird schwer genug. Das wird schwer genug. Eieieiei. Aber ich bin die gute Inge, ne? Ich bin die gute Inge, dass das klappt. Und ja, irgendwie schaffen wir das schon. Irgendwie schaffen wir das schon. Dann müssen wir natürlich auch noch Magieschüler hier irgendwie herlocken. aus den Dörfern. Ah, hier sind auch noch genug Aufgaben, also an Aufgaben mangelt es wirklich nicht. Aber ich weiß natürlich auch, wie sehr mich das 3M-Land braucht, wie sehr mich die Heimat braucht, wie sehr mich Hunsgrab braucht. Und dass ich da wahrscheinlich auch schon vermisst werde, hoffe ich zumindest. Im Grunde hofft man ja dann immer, dass man vermisst wird. Ne? Man sagt ja nicht, oh naja, die brauchen mich schon gar nicht. Doch, doch, man will ja auch irgendwo ein bisschen in Hunsgrab vermisst werden. Wenn ich jetzt wiederkomme und da sagt einer, wie du warst weg, dann habe ich die ganzen Jahre irgendwas falsch gemacht in uns, gerade als Bürgermeister. Na. Dann hat Else die Vertretung sozusagen gut geregelt. Oder ich habe einfach nichts bewirkt mit all dem, aber das glaube ich nicht. Ich glaube, die vermissen mich schon so ein bisschen. Und seht ihr, hier ist das Dach. Ah, hier müssen natürlich auch so Klötze rein eigentlich. So, kriegen wir die so hin, ja. Hier müssen wir das auch dicht machen, weil damit das unten noch gleichmäßig ist, einigermaßen wenigstens. So, überall schön Klöpsis reingeknöpst. Zack, zack, zack. Ja, ich weiß nicht, ein Schwert verzaubern wäre wahrscheinlich angebracht, ne? Wäre angebracht. Und wir müssen hier oben auch noch das erstmal zu Ende machen. Alter Schwede. Okay, das ist nicht so spannend für euch hier mit dem Holz, denke ich mal. Könnte ich mir jetzt gerade mal so vorstellen. Deshalb, hier kommt das natürlich dann auch hin. Holz. Zack. Das ist dann ja, von unten sieht es ja dann nur aus wie eine, ja, Decke, die gefliest wurde. Was heißt gefliest? Paneliert. Paneliert sagt man dazu, jawohl. Ich weiß das. Wir müssen auch aufpassen, dass wir nicht zu viele dunkle Ecken hier erzeugen. Das ist ja bei Minecraft immer ein großes Thema, die Dunkelheit. Ne? Sobald man dunkle Ecken erzeugt, kommen dann so Schergen wie vorhin der Bogenschütz und
Die sind dann meistens nicht so gut drauf. Hier also auch überall, ne, komplett durch. Und hier oben drauf kommt dann eine zweite Schicht. Da kommt wahrscheinlich Erde erstmal hin und Gras. Verdammt. Erde und Gras, genau, das war's. Ja. Gehen wir mal runter, oder ich verbaue die jetzt noch. Jetzt verbaue ich die noch, die paar, die wir hier noch haben. So, lass aber überall noch ein paar Löcher, damit noch ein bisschen Licht durchdringen kann. Dann können wir unten erstmal ausleuchten. Und dann später oben, 51 haben wir noch, die verbauen wir jetzt noch. Und dann später oben Erde draufsetzen. Die wird ja auch ein bisschen brauchen, bis sie sich ausbreitet. Dann haben wir erstmal so ein Grasdach. Die nächste Etage wird natürlich dann ein wenig schmaler werden als die untere. Aber sie geht auch ein bisschen mehr nach innen. Das seht ihr ja hier schon im Hof. Geht auch ein bisschen weiter nach innen. Und wahrscheinlich muss hier dann ja noch eine Reihe drauf mit dem roten Lehmziegelstein. Der uns übrigens auch jetzt langsam zu neigen geht. Und auch Fuhrmann Huhns Vorräte sind jetzt langsam aufgebraucht. Und es wird dunkel. Schnell noch verbauen. Also nicht verbauen, sondern die Dinger verbauen. 10 noch. Los, komm, 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 komm. Schaffst du noch? Schaffst du noch? Ja, okay, runter. Hui, autsch. Beeilen ist schmerzhaft. Das sage ich euch, Freunde. Ah. Ein neuer Tag. Wir gehen runter. Und wir wollten ein Schwert bauen, haben wir gesagt. Das heißt, wir brauchen 3 Diamanten und einen Stock. 3 Diamanten und einen Stock. Und wir brauchen auch noch Level. Denn wir haben jetzt 20. Ich weiß nicht, wie viel kriegt man aus einem Stack? Wie viel kriegt man aus einem Stack von den Netherquarz raus? Warte mal, dann können wir das gleich hier noch umpacken. Die sind nämlich jetzt aufgebrannt, sozusagen. Total ausgebrannt. Die können dann schon mal hier rein. Dann brauchen wir 2 Stacks Netherquarz. Ich sag mal, 2 Stacks reichen bestimmt. Oh, hinfort mit dir. Und jetzt geht's noch ein bisschen höher raus als eben. Nochmal in die Höhe. Richtige Spitzhacke haben wir dabei. Ja, Glück 3. Hatte ich mal eine mit Glück 4? Ich glaube, Glück 4 gibt's gar nicht, ne? Schön in die Mitte, Brigitte. Und ich glaube, mit 2 Stacks sollten wir fast schon an die maximale Bauhöhe ranreichen dann auch. Ich hoffe, wir fallen da nicht runter. Dann haben wir echt gelitten. Dann sind wir tot. Liegen wir da tot. Naja. Weil wenn man jetzt unter die maximale Bauhöhe springt, wird man, glaube ich, so ein bisschen rübergedrückt. Kann das sein? Ich weiß es nicht genau. Ich bewege einfach die Pfeiltasten gar nicht. Dann kann mir gar nichts passieren. Jetzt sind wir wieder auf 200. Na genau. Jetzt geht's weiter. 250 ist, glaube ich, die maximale Bauhöhe. 6, 7, 8, 9. Da müssten wir eigentlich hinkommen, ne? Alter Schwede. Boah. Schon ganz schön riesig hier. Aber wir müssen auch wieder runter. Die Spitzhacke hält das auf jeden Fall aus. Alter. Ich stehe so ein bisschen auf der Kante, ne? Kann das sein? So, besser. Ich guck mal, warte mal. Ja, wenn man es so mal sieht, ne? Ist es gar nicht mehr so lustig. Seid ihr schwindelfrei? Ich hoffe doch. Okay, ist ja egal. Wenn wir vorher runtergefallen wären, wären wir genauso im Tod gewesen. Nee, ich mache jetzt gar nichts mehr. Ich bewege mich jetzt keinen Zentimeter mehr. Einfach noch hoch und dann gleich wieder runter. 250. Die maximale Bauhöhe liegt bei 256 Blöcken. Okay. Wir haben einen Block genau über. Den packen wir jetzt nochmal oben drauf. Und jetzt geht's abwärts. 3. 3 haben wir aus dem ersten rausgekriegt. 3 aus dem zweiten. Das mag ganz schön viel werden, glaube ich. Ja, Freunde, ich baue mich jetzt hier noch runter und dann verzaubern wir noch ein Schwert. Und wir hoffen einfach, dass wir hier nicht runterfallen. Ich habe meine Elytra-Flügel auch nicht mit. Hier wären wir auch nie wieder hochgekommen, ne? Wir haben jetzt schon Level 22. Wir brauchen aber auf jeden Fall Level 30. Ja, wir brauchen auf jeden Fall Level 30, um hier vernünftig was verzaubern zu können. Das wird aber eng, ne? Das könnte eng werden. 24.
Also es geht ja auch immer langsamer nach hinten raus. Tülüm, 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 tülüm. 25. Das wird eng. Das könnte eng werden. 27 könnten wir schaffen. Gerade so. Da haben wir wahrscheinlich das ganze Inventar schon voll mit dem Krust. 26. Oh, es wird eng. Es wird eng. 26,5. Wir hatten Level 20, ne? Oh, Mist. Den wollte ich gar nicht abbauen. Den wollte ich gar nicht abbauen. Wir haben 4 Stacks rausgekriegt. Also im Schnitt haben wir immer 4 aus jedem Ding rausgekriegt. Dann würde ich sagen, verschieben wir das mit der Verzauberung aufs nächste Mal. Wir haben jetzt ja hier schon ganz schön viel. Ich baue den Rest Quarz auch nochmal ab. Moment, ich muss den Teppich wieder drauflegen, sonst gibt es Ärger mit dem Meister. Ich habe mit der linken Hand abgebaut. Ist ja auch witzig, oder? Bringt wahrscheinlich noch mehr Glück. Naja, Spinne. Ich glaube, wo ich spinne. Falsch. Ja, ich glaube, die spawnen jetzt oben schon unter der Decke. Das kann gut sein. Und da die Folge jetzt gerade um ist, sage ich von dieser Stelle. Liebe Leute, gehabt euch wohl, spielt tapfer weiter Minecraft und auf Wiedersehen. Bis zur nächsten Qual, euer Opa Zeron.